Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere heutige Folge präsentiert einen kleineren Mischlingsrüden, der am 24. November in Hohenkirchen gefunden wurde. Tierheimmitarbeiterin Annika Klänhammer könnte in ihm auch einen Hund erkennen, der vor kurzem bei Facebook zu sehen war. Da hatten ihn Tierfreunde zwischen Siebleben und Tüttleben gesehen und als sie ihn locken wollten, rannte er weg. In Hohenkirchen ist das Einfangen auch ohne Halsband gelungen. Der niedliche Kerl hatte nichts Erkennbares an sich, auch trägt er keinen Chip. Er ist sehr ängstlich, zurückhaltend und schüchtern. Es sieht so aus, als habe er mit den Menschen keine guten Erfahrungen gemacht. Eventuell irrt er schon eine Weile allein herum. Vielleicht taut er in der Arche Noah noch etwas auf, wenn er sich in Sicherheit fühlt. Zum Film immerhin ließ er sich aus dem Hundehaus führen, das er am Tag zuvor partout wieder verlassen wollte. Tierheimleiterin Katrin Mattes hofft, dass sich die Besitzer melden oder jemand, der Hinweise auf den Mischling geben kann. Es ist ein lieber, netter Kerl, denn trotz Unsicherheit lässt er sich anfassen und lenken. Vielleicht hat der schüchterne Hund Glück und wird in unserem Film erkannt. Erinnert werden soll an dieser Stelle nochmals an die Tierheimweihnacht am morgigen Samstag. Ab 13 Uhr sind in der Arche Noah in Ölleben Gäste willkommen, besonders natürlich solche, die Futter, Sach- oder Geldspenden mitbringen. Das Tierheim ist auf solche Zuwendungen jederzeit dringend angewiesen.